Moin aus Hamburg und zu einem neuen Video, in dem wir euch heute mal ein paar kleine Ratschenschlüsselsätze zeigen wollen, die auch wirklich in die ganz kleinen Fächer unter eure Sitzbank passen. Viel Spaß! Ja, was haben wir euch mitgebracht? Und zwar, ich lege das mal hier ab, kommt mal mit. Wir fangen mal mit so zwei alten Bekannten an. Zwei Mini-Ratschensätze, einmal in metrisch und einmal in zöllig. Ja, für alle zölligen Schrauben und Fahrer, die sowas haben unterm Hintern. Und was wir euch auf jeden Fall mal auch zeigen wollten, ist ein Fingerdreh-Ratschensatz. Auch richtig nice. Die kennt ihr ja, ich pack sie trotzdem mal aus. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, ist einfach, ne, schöne Schatzkiste, Zoom Baby, und es ist halt wirklich kleines Werkzeug und im Grunde genommen alles so dran, um sich mal ein bisschen schnell zu helfen. Wir haben euch ja schon mal ein Video gedreht über die Bordwerkzeugrollen. Die sind natürlich viel, viel größer, benötigen auch ein bisschen mehr Platz und passen nicht unter jede Sitzbank. Solche kleinen Cases solltet ihr definitiv irgendwie da drunter bekommen. Und was ist hier drin? Ihr habt hier ein paar Nüsse mit dabei, ihr habt Torx-Bits dabei, ihr habt Imbus-Bits mit dabei und auch Kreuz-Schlitz-Bits und ein Schlitz-Bit. Geil, ne? Schlitz-Bit, habe ich schon mal Bit gesagt. Und eine richtig coole Knarre mit einer kleinen Verzahnung, ist echt mega nice. Geht die in beide Richtungen? Die geht auch in beide Richtungen, definitiv. Und eine Verlängerung ist auch mit dabei und ein Bithalter. Also alles, was man so braucht. Very, very nice. Richtig rum, falsch rum? Nee, doch richtig rum. Was mir immer wichtig ist, der klappert nicht so doll. Als wenn ihr da irgendwo lose Schlüssel irgendwo reinknallt, die ganze Zeit beim Fahren irgendwie am Nerven sind. Das gleiche gibt es natürlich auch in Zoll, packe ich jetzt nicht aus. Es geht ja auch heute um das Ding. Warum? Sage ich euch auch. Und zwar ist das eine Fingerdrehratsche. Ja. Haben die wenigsten wahrscheinlich von euch schon mal gesehen. Selbe Prinzip, rutsch mal, selbe Prinzip wie so eine Knarre, aber benötigt weniger Platz. So, pack mal hier einfach mal 10er Nuss drauf. Vorteil ist, ihr könnt hier hinten auch nochmal ein Imbus-Bit draufknallen und könnt ihr das sogar einfach so mitnehmen. Das heißt, wenn ihr wisst, alles klar, ich habe da so ein paar Schrauben, die, da ist die Schraube locker, oder da müsste ich mal ran, oder die sind am meisten verbaut bei meinem Fahrzeug, sei es jetzt nun hier für so eine Nuss oder für so ein Bit, dann könnt ihr das so zusammengesteckt lassen und ihr seht, das Ding nimmt fast gar keinen Platz weg und knallt euch das so irgendwo rein. Es gibt auch Sitzbänke, die zum Beispiel fast gar keinen Stauraum darunter haben, wo ihr nicht mal solche Kästen hier reinbekommt, oder ihr schmeißt euch das einfach in den Rucksack mit rein oder weiß der Geier, Beintasche oder sonst was oder in einen kleinen Daypack, wenn ihr nicht so viel Gepäck mitnehmen wollt. Es nimmt nicht so viel Platz weg, was sehr, sehr nice ist. Ihr könnt auch hier wieder über so ein Einstellrad, zoom mal ran, sieht man das? Scharf. Ja. Ja. Könnt hier auch links und rechts drehen lassen. Ihr könnt das aber auch feststellen und habt dann die Möglichkeit, irgendwo dann hier pst, schön was zu drehen. Wir zeigen das mal am Moped. Den Bit packe ich mal hier weg. Wenn ihr irgendwo, ich weiß nicht, kannst du von vorne rein filmen? Geht das? Ja. Hier zum Beispiel ran wollt, weil sich einfach diese Kackabdeckung löst, permanent, kommt ihr hier ran und könnt hier schön dran drehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch noch einen Imbus-Schlüssel mit dabei habt, könnt ihr den hier auch reinstecken, um da noch mal ein bisschen mehr Hebelkraft drauf zu geben. Aber im Grunde genommen ist das Ding dafür da, dass ihr ein super kleines, filigranes Werkzeug oder einen Werkzeughalter habt und dann auch ein bisschen an schlecht zugängliche Stellen kommt. Ich sage einfach nur, stellt euch vor, hier irgendwo im Innenbereich vom Moped löst sich irgendwas, klappert irgendwas und ihr müsst irgendwas befestigen. Könnt ihr das Ding dann da reinfriemeln und trotz alledem es festdrehen. Also, nices Produkt, richtig cool. Nehmt ganz, ganz wenig Platz weg, solltet ihr euch mal geben und anschauen. Links findet ihr natürlich unten in der Beschreibung oder geht einfach mal in die Filiale und schaut euch das einfach mal an. Jo. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's mal wieder von uns und wir sehen uns nächste Woche Dienstag im nächsten Video. Haut rein.